Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, zurück bei The Parallax. Und ich komme, glaube ich, gar nicht so sehr dazu, etwas zu sagen. Weil, was passierte in der letzten Folge? David konnte flüchten, wobei ich das immer noch in Frage stelle, dadurch, dass er bewusstlos geworden ist und ebenfalls wieder vor dem Klo aufgewacht ist, von wo er aus eigentlich starten wollte. Wir wissen nicht, was damit los ist, aber David war völlig fertig mit den Nerven, was wir auch nachvollziehen können. Stattdessen haben wir eine unbekannte Nachricht erhalten von einer Dame, die in einem Labor arbeitet. Und ich bin mir nicht sicher, an wen diese Nachricht gerichtet war und überhaupt in welchem Universum wir gerade miteinander kommunizieren. Denn es wird nicht das gleiche Universum sein wie jenes von David, weil diese unbekannte Dame, die sich uns nicht mit Namen vorgestellt hat, weil das vermutlich nicht so geplant war, von weiteren Menschen erzählt. Denn es geht darum, dass sie nochmal zurück ins Labor musste und es spät wird. Dass Andrea einen Auflauf bereitgestellt hat. Andrea könnte vielleicht ihre Mitbewohnerin sein oder aber auch ihre Tochter. Und sie schreibt einer dritten Person. Das heißt, es gibt drei Personen. Wobei Labor. Vielleicht ist es ja eine der Wissenschaftlerinnen, die das SH-311 entwickelt hat. Was ich persönlich schon wieder sehr, sehr gruselig finde, dadurch, dass ich selbst in einem Labor arbeite. Sie hat geantwortet. Und zwar sagte sie, ach ja, Jonah hatte eine 1 in der Mathearbeit. Vielleicht kommst du an dem Laden vorbei, wo es diese Sammelfiguren gibt. Ich küsse dich. Okay. Es hört sich so an, als wäre sowohl Andrea als auch Jonah ihre beiden Töchter und als würde sie mir, ihrem Ehemann, schreiben. Oder zumindest ihrem Lover, ihrem Lebensabschnittsgefährten. Ich weiß es nicht. Ich küsse dich. Oder ihre Lebensabschnittsgefährtin. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Gut, das heißt, wir geben uns jetzt einfach mal nicht zu erkennen, würde ich sagen. Von wegen, hey, pass auf, deine Nachricht ist falsch. So wie man es eigentlich normalerweise im realen Leben ja tun würde. Und ich hoffe, das tut ihr auch, wenn mal fehlgeleitete Nachrichten an euch kommen. Sondern wir spielen das Spiel einfach mit und sind jetzt einfach liebender. Ich hoffe mal, sie mag Männer, ein Liebender. Ich wollte nämlich gerade jetzt immer schon mal ein Mann sein. Jetzt bin ich gerade ein Mann, ein Man. Und ich freue mich. Was kann ich denn antworten? Supermarkt? Nein, damit würden wir uns zu erkennen geben, dass wir gar nicht wissen, worum es geht. Ach, verdammt. Ich möchte doch gleich einsteigen und sagen, ja, mein Schatz, ich küsse dich zurück. Ich bringe alles mit, was du möchtest und eine Blume für dich dazu. Gut, jetzt muss ich mich entscheiden. Okay, ich stelle fest, es läuft alles darauf hinaus, dass wir uns wirklich als in Unkenntnis über diese Gegebenheiten und über sie als Person zu erkennen geben müssen. Ich hoffe, dass wir noch auf diese Ebene kommen, dass sie denkt, wir sind ihr Lebensabschnittsgefährte und antworten einfach mit einem Hä? Was? Okay, senden der Nachricht fehlgeschlagen. Hallo? Ich will mich versuchen neutral. Ich möchte versuchen neutral zu antworten. Okay. Also dass Senden der Nachrichten fehlschlägt, steht für mich ja auch für eine sehr instabile Übertragung. Das heißt, ich bin irgendwie eingehackt in the Parallax. Und irgendwo läuft etwas gewaltig schief. Wie geht es dir denn, David? Komm. Sehr skurril.
So, da bin ich wieder. Vom Dach aus ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Sie scheinen sich genauso plötzlich wieder verzogen haben, wie sie aufgetaucht sind. Sieht so aus, als wären wir nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Übrigens, danke für deine Hilfe. Wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich sicher den Kopf verloren und etwas Dummes angestellt. Ja, na, ob man ihm damit nicht falsche Hoffnung machen würde, weil ich glaube nicht, dass die in ein und derselben Welt leben. Das wäre doch traurig, wenn man so sagt. Also, ich stelle mir das mal vor. Ich denke, ich bin wirklich der Einzige um mich herum, nur irgendwelche komischen Zombies. Und dann sage ich, ey, pass auf, du bist nicht allein. Da gibt es sogar eine Frau, die hat zwar schon zwei Kinder und einen Mann oder eine Frau. Aber hey, du bist nicht allein. Nein. Okay, was haben wir für Möglichkeiten? Also, hey, ich habe eine gute Nachricht für dich. Du bist nicht alleine. Damit würde ich anspielen auf die Nachricht, die ich gerade bekommen habe. Keine Ursache, lässt das Ganze alles ganz neutral. Habe ich ihm wirklich geholfen? Ich meine, manchmal denkt man ja, man hilft Menschen nicht. Und gerade die kleinen Dinge, die helfen dann doch wirklich. Also Leute, helft, helft, helft. Wenn ihr könnt, es muss nicht immer auf finanzieller Ebene sein. Manchmal brauchen die Leute auch nur ein offenes Ohr oder jemand, der sie belabert, wenn sie vielleicht gerade alleine zu Hause sitzen und sich dieses Video angucken von mir. Ich habe eine seltsame Nachricht bekommen. Ja, das denke ich mir auch in der Realität manchmal. Das würde wieder auf diese Nachricht anspielen und diese Nachrichtmöglichkeit ebenfalls. Hast du nicht gesagt, du wärst der einzige Überlebende und die ganze Welt um dich herum wäre im Chaos versunken? Ja, genau. Also uns bleibt nur keine Ursache. Das muss dir alles ziemlich seltsam und beängstigend vorkommen. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ehrlich. Klar, aber weißt du was? Nicht nur ich bin da. Es gibt noch andere... Nein, ich möchte ihm das nicht sagen. Ich komme, glaube ich, nicht darum herum. Ich verlasse den Chat einfach. Das ist auch immer so eine Taktik, die man auch bei WhatsApp leider Gottes selbst macht und auch erfährt, wenn man den Eindruck hat, man hat keine Antwort. Möglichkeit, man verlässt einfach den Chat aus den Augen, aus dem Sinn. Das funktioniert auch im realen Leben und vielleicht auch in The Parallax. Wir wissen es nicht. Schauen wir mal. Vielleicht antwortet sie uns ja jetzt oder die Verbindung ist vielleicht jetzt wieder besser. Ich kann Ihnen helfen. Ich weiß ja nicht, ob sie Hilfe braucht. Mich würde interessieren, wo sie steckt. Der Ort. Wieso antwortest du nicht, Frau? Oh, sie schreibt. Okay, das sind jetzt die Möglichkeiten, die wir direkt am Anfang hatten, nicht wahr? Wer sind sie? Okay, ich glaube, wir sind jetzt in einer absoluten Wiederholschleife angelangt. Eieieiei. Ich mag David ja. Ich mag ihn, aber ich will ihn nicht verunsichern. Ich will ihm keine falschen Hoffnungen machen. Wenn er jetzt... Er sieht noch so jung und charmant aus. Ich will ihm jetzt ja keine Hoffnung machen, die dann nicht erfüllt werden. Ich will ja nicht, dass er sich dann gleich irgendwie einen Strick nimmt und dann doch irgendwo aufhängt, weil er dann doch jegliche Hoffnung verliert. Aber ich glaube, es führt kein Weg darum herum. Ja, es ist tatsächlich ziemlich merkwürdig. Ich habe Nachrichten bekommen. Ach ja? Ja, irgendwo. Also theoretisch ist diese Antwort ja schon passender, weil irgendwo, wo auch immer dieses irgendwo ist, ob auf diesem Planeten, meinem Planeten, seinem Planeten oder welchem Planeten auch
immer, irgendwo muss es noch Schulen geben und Supermärkte, in denen man frische Milch kaufen kann. Ja, irgendwo, das stimmt. Schulen und Supermärkte? Nein, die gibt es sicher nicht mehr. Aber mir hat jemand geschrieben, der davon gesprochen hat. Und? Weißt du, wer das war oder wo diese Schulen und Supermärkte sein sollen? Nee, die hat ja nicht geantwortet. Das hat ja nicht mehr geklappt. Das wollte ich herausbekommen. Eigentlich wollte ich dir ja gar nicht sagen, dass es da noch jemanden gab. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ich selbst in normalen Chatverläufen mit fremden Leuten, die ich noch nicht kenne, die ich zum Beispiel vielleicht über eine Flirt-App kennengelernt habe, den Eindruck bekomme, okay, jetzt driftet das in eine Ecke ab, die so nicht sein soll. Nein, aber irgendwo gibt es andere Überlebende. Interessiert dich das nicht? Genau. Ich habe nachgefragt, aber keine Antwort bekommen. Na also. Ha, okay, ja, das wäre jetzt die schnaubende Wutantwort. Ich will mich aber nicht mit ihm streiten. Das hört sich alles so nach Streit an. Ich möchte doch nicht auf seine Situation noch draufhacken. Das bin doch nicht ich. Doch, vermutlich bin ich das. Aber ich muss es sein. Ach, dieses Spiel zerrt an meiner eigenen Persönlichkeit. Genau, wir spielen einfach jetzt mit seiner Psyche, indem wir einbringen. Hör zu, ich verstehe, dass du Angst hast, aber sich irgendwo zu verkriechen und darauf zu warten, bis sich diese SH-311 doch irgendwann erwischen, ist doch auch keine Lösung. Ich glaube, das ist die bessere Antwortalternative als du musst zumindest nach ihnen suchen und na also, das ist alles, interessiert dich das gar nicht, finde ich von der Formulierung her nicht klug, denn das sind Du-Botschaften und um in Menschen etwas zu bewegen, soll man in der Ich-Botschaft formulieren, sagt die Soziologie so am Rande, oder aber man bringt Menschen dazu, dass sie auf eigene Lösungen kommen. In diesem Fall kehren wir das um, indem wir ihn mit seiner aktuellen Situation konfrontieren. Und klopfen einfach diese Antwort raus. Ich bin gespannt, was er darauf antwortet. Doch, das ist die einzige Lösung. Offensichtlich hast du Catherine kennengelernt. Catherine? So nenne ich sie. Ich glaube, in einer ihrer Nachrichten habe ich den Namen gelesen. Du wirst wahrscheinlich noch weitere Messages von ihr erhalten und sie wird dir nie antworten, weil sie das gar nicht kann, weil sie schon längst nicht mehr am Leben ist. So wie alle anderen. Okay. Das würde auch so ein bisschen zu meiner ersten Vermutung passen, wo ich ja gedacht habe, okay, das ist jetzt eine Nachricht aus einem anderen Universum. Vielleicht ist das einfach eine Nachricht, die als dieses Ganze oder die zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt oder sein Programm macht etwas, das zu Zeitpunkten zurückspringt, sodass er ältere Nachrichten erhält. Und diese Person gibt es vielleicht wirklich nicht mehr. Also mal ganz klassisch ein Hä? Das sind Echos. Okay, dieser Typ ist definitiv reflektierter als ich in meinen Gedanken. Echos einer Zivilisation, die tragischerweise, und das darfst du mir glauben, völlig vernichtet wurde. Was machen Menschen, wenn sie sich von etwas bedroht fühlen oder etwas nicht verstehen? Für
Verstecken? Weglaufen? Ja. Was machen Menschen, wenn sie sich von etwas bedroht fühlen oder etwas nicht verstehen? Das ist wirklich eine sehr gute, tiefgreifende Frage. Lieber Entwickler, ich mag dein Spiel wirklich. Das ist eine absolut hochphilosophische Frage und das am frühen Morgen. Sie reagieren auf jeden Fall abweisend, würde ich sagen. Wenn sich Menschen bedroht fühlen, ja doch, sie flüchten, sie laufen davor weg. Flüchten sie, laufen sie davor weg? Ja, Bedrohung löst natürlich Angst aus. Wenn man etwas nicht versteht, löst das auch Angst aus, aber natürlich gleichfalls auch Interesse vielleicht. Weglaufen? Sie machen Fotos davon und teilen es und senden Kommentare durch die Gegend. Es ist eine Eigenart der Medien, Katastrophen vorwegzunehmen und sie, wenn sie denn eintreten, nicht mehr so katastrophal erscheinen zu lassen. Und sobald sie da sind und man dennoch nicht damit klarkommt, werden sie eben so lange potenziert, bis jeder im Rudel das eigene Problem hinlänglich zur Kenntnis genommen hat. Ja gut, die Option hast du mir gar nicht angeboten, Fotos davon zu machen und teilen es. Ja, da sind wir auch wieder in der Social-Media-Ecke. Ich bin wirklich beeindruckt. Und senden Kommentare durch die Gegend. Ja, richtig, das ist das, wenn sie etwas nicht verstehen. Weil Menschen natürlich Dinge verstehen möchten. Genauso wie ich dieses Spiel verstehen möchte, was dahinter steckt, wer der Entwickler ist. Nein, es ist nicht nur eine Eigenart der Medien, es ist eine Eigenart der Menschen. Menschen sind einfach mediengeil, katastrophengeil. Es müssen Dinge passieren. Likes und Klicks über andere Dinge wird sich gar nicht mehr definiert. Eine sehr traurige Entwicklung und die liebe Jugend da draußen, bitte, 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 haltet euch nicht daran fest, was irgendwelche Klickzahlen zu einem Profilbild sagen und fühlt euch auch nicht unter Druck gesetzt. Denn, ich meine, letztendlich die Bilder, wir wissen alle, wir bearbeiten das. Ich mache bei mir die Falten unter den Augen ein bisschen weg. Aber letztendlich, was zählt, ist, wie wir denken, wie wir agieren und wie wir in der Realität auf Menschendinge um uns herum reagieren. Ja, natürlich tut Einsamkeit nicht gut, aber das bringt nichts, wenn wir den Jungen jetzt auch noch depressive Stimmungen führen. Ich möchte wissen, wer Catherine ist. Wer ist Catherine? Was ich damit sagen will, wir können jetzt miteinander kommunizieren, weil das Telekommunikations- und Stromnetz glücklicherweise soweit automatisiert wurde, dass es völlig autark funktioniert und die ganze Katastrophe überstanden hat. Das ist fast ein Wunder, wenn man es recht bedenkt. Aber zu dem Zeitpunkt, als langsam das ganze Ausmaß der Sache offenbar wurde, waren die Mobilfunknetze das Erste, das in die Knie ging. Ja, das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Was wäre jetzt in dem Fall eines Armageddons? Was würde passieren? Ich glaube, er hat wirklich damit recht, wenn er sagt, einfach, weil wir das nicht glauben können. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Meteoriteneinschlag oder all das, was uns die Film- und Fernsehindustrie mit tollen Special Effects näher bringen möchte, wenn sowas wirklich jetzt einbrechen würde, ich glaube, um das zu begreifen, wir würden wirklich das Smartphone zücken und erstmal ein Selfie machen. Oder ein Bild. Das klingt absolut bescheuert, aber ich könnte mir vorstellen, genau so wäre das. Und wenn das natürlich alle machen, bricht das zusammen. Viel zu viele Nachrichten. Die Netze waren der Last nicht im Entferntesten gewachsen und der Datenberg wuchs mit jeder Sekunde an. Ah, wo ist es hingesprungen?
Ein Großteil konnte gar nicht mehr zugestellt werden, weil ihre Empfänger schon nicht mehr im Netz registriert waren. Die Systeme sehen aber vor, diese Daten abzuspeichern, bis sie gegebenenfalls einmal abgefragt werden. Dazu noch die Regierungsbehörden, die vorsorglich alles doppelt und dreifach aufzeichneten und sicherten. Naja, NSA und Co. und was wir nicht alles haben. Ja, also das Spiel interagiert wirklich mit absolut spannenden Themen. Okay. Dadurch wurden die Datenbanken teilweise ungewollt überschrieben oder doppelt belegt. Es kam zu Inkongruenzen und korrumpierten Datensätzen. Teilweise flossen die Backup-Systeme über und wurden erneut in den Stack eingespeist. Ich wollte weitergucken. Ach, verdammt, zu schnelle Finger. Und jetzt funktioniert das alles wieder? Ja, frag mich nicht wie. Ich bin in der Hinsicht kein Experte. Dafür hört er sich aber sehr nach ITler. Und ihm, man merkt den Entwickler in den Antworten durchklingen. Alles, was ich weiß, musste ich mir selbst beibringen anhand der spärlichen Informationen, die man bekommt. Wobei ich mich frage, woher er noch Informationen bezieht, wenn er der einzige Überlebende ist. Ich glaube nicht, dass die Zombies vor einem Rechner sitzen und eine Infobank führen. Aber offensichtlich haben sich die Netze selbstständig wieder hochgefahren und verrichten nun ihre Dienste. Und deshalb bekommen wir also nach und nach Nachrichten zugesandt, die ja dann offensichtlich ungefähr ein halbes Jahr alt sein müssten. Das Problem ist nur, dass niemand mehr da ist, der diese Dienste in Anspruch nehmen könnte oder der die Nachrichten, die zunächst verschollen waren, empfangen könnte. Okay, also ich sage gleich dazu, ich möchte nicht alle Nachrichten dieser Welt, die jemals in diesem Moment abgegangen sind, bekommen. Wobei das ja auch ganz spannend wäre. Aber nein, ich glaube, dann würde ich verrückt werden. Deshalb bekommen wir jetzt diese Phantomnachrichten, die letzten Echos der Toten. Sie haben ihr Ziel nie erreicht und geistern seither durch das System. Wow, okay, das ist auch eine sehr, sehr gruselige Vorstellung. Wenn ich mir vorstelle, dass wir, der unbekannte David und ich, die Letzten sind, oder die Einzigen sind, die genau die letzten Worte von Menschen sehen können. Wir können sie zwar nicht hören, aber die letzten Gedanken, dass wir Teil an den letzten Gedanken werden. Und die Antwortmöglichkeiten völlig neutral. Aha, verstehe. Und wer ist jetzt diese Catherine? Ich möchte natürlich wissen, wer ist Catherine? Mich interessiert, wer Catherine ist. Ja, das ist es ja, was ich dir zu erklären versuche. Ja, stimmt. Aber ich habe keine anderen Antwortmöglichkeiten. Catherine ist schon lange tot und es gibt auch keine Schulen oder Supermärkte mehr. Ja, ich habe es verstanden. Punkt. Gut. Oh, mit Smiley. Woher weißt du das alles? Na, wenn man ein halbes Jahr lang versucht, irgendwie zu überleben und zu... er sagt ja, er hat sich vieles selbst beigebracht. Ich glaube, der David, der ist wirklich ein cleveres Kerlchen. Ich könnte mir vorstellen, der sieht auch wirklich noch nicht so alt aus. Vielleicht war er irgendwie davor, vor der Katastrophe, ein Student und hat etwas studiert, was man ansonsten als Student auch macht. Und du hast auch schon Nachrichten von dieser Catherine bekommen. Ja, logischerweise, sonst würde er sie nicht kennen. Gibt es noch andere Personen, von denen Nachrichten kommen? Ja, ein paar. Aber Catherine ist eindeutig am aktivsten. Alle paar Tage kommen 2 oder 3 Nachrichten von ihr. Manche wiederholen sich immer wieder. Du kannst mir glauben, beim ersten Mal bin ich ausgerastet vor Aufregung. Genau aus diesem Grund wollte ich ihm davon erst nicht erzählen, weil ich mir das vorstellen kann, was das in einem auslösen muss. Aber irgendwann habe ich bemerkt, dass sie genauso krepiert ist wie alle anderen.
So, ich brauche dringend etwas zwischen die Zähne. Was meinst du? Instant-Nudeln mit Marmelade oder Marmelade mit Instant-Nudeln? Uah, gar nichts von beiden. Also entweder die Instant-Nudeln oder die Marmelade, aber noch nicht beides. Hat er denn kein Wasser? Ich stelle mir das gerade vor. Uah, ist ja Schwangerenernährung. Dann Instant-Nudeln mit Marmelade. Liegt die Hoffnung nahe, dass es mehr Nudeln als Marmelade sind? Gute Wahl. Bis später. Okay, bis später. Wow, okay. Es ist sehr mysteriös in The Parallax. Es wird, glaube ich, auch immer mysteriöser werden. Ich werde mich ein wenig zurückziehen und vielleicht noch ein paar Karotten farmen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von The Parallax. Auf Wiedersehen, eure Dörte. Tschüss. Och nö, ist das jetzt schon wieder vorbei? Ja, genau, es ist vorbei. Aber es gibt noch eine Folge 5 auf jeden Fall. Das verspreche ich euch. Wenn ihr mögt, kommt doch wieder und schaltet ein, wenn es wieder heißt The Parallax. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und mich interessiert an dieser Stelle noch, habt denn ihr schon einmal eine Nachricht bekommen, die falsch an euch versandt worden ist? Ich zumindest habe das schon mal bekommen und es war sehr, sehr skurril. Ansonsten möchte ich mich noch bei dem Dave bedanken für sein super motivierendes letztes Kommentar unter meinem letzten Video. Ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von The Parallax. Bis dahin, tschüss und seid schön dirty.